Patrick. A von R. Ein Fach von A mit folgendes Ziel. Wenn man zu jedem beliebigen was? Epsilon größer 0 ein Delta größer 0 so benennen kann, so viel kann. Das für eine haben wir A' und A2' aus A aus den Ungleichungen. Weniger als Delta entfernt. Und A2' ist von Alpha weniger als Delta entfernt. Die Ungleichung F von A' ist von F von A2' entfernt weniger als Epsilon. Epsilon. Danke. Folgt. Das war die Definition. Und jetzt machen wir gleich den Hauptsatz. Wozu das Ganze? Der Hauptsatz sagt immer, wozu das Ganze? Denn am Freitag haben wir gesehen, was steht und bedeutet. Und jetzt wozu? Wenn F von A nach R am Berührpunkt Alpha von A steht, und wenn A1, A2 und so weiter, AN und so weiter, eine Folge aus A ist, mit Limes von diesem AN, verendet nach dem N. Also der existiert, die Folge ist konvergent, ist gleich Alpha.
Also wenn das beides gegeben ist, dann ist auch die Folge, der Funktionswert. F von A1, F von A2 und so weiter, F von AN und so weiter, konvergent und der Grenzwert gibt es einen Grenzwert von den f von a n, also f von a n strebt bei n nach unendlich gegen einen Limes hängt nur von Alpha und f hängt nur von f und Alpha. Heißt daher, F von Alpha, das ist also der Limes für n geht nach unendlich, der F von A. Also was ist der Witz des Ganzen? Also in der Mathematik ist es nicht so, dass man über den Witz lachen muss, sondern da ist man halt ernst und sagt, aha, das ist die Bedeutung. Also was ist die Bedeutung? Die Bedeutung ist die folgende. Die Funktion selbst ist, sagen wir mal, nur definiert auf den Dezimalzahlen. Aber wenn die stetig ist, überall sagt, dann kann ich auch sagen, dass die Funktion definiert ist auf mehr als nur auf den Dezimalzahlen. Und ist ja auch auf allen Reihen Größen. Ich kann den Funktionsbereich sozusagen locker erweitern auf alle Berührpunkte, die die Menge A hat. Versteht ihr? Um Ihnen ein Beispiel zu geben. Sie haben kennengelernt von mir diese bürgischen Tafeln. Und dann die nepalschen Tafeln. Da war die Exponentialfunktion eigentlich nur definiert auf Dezimalzahlen. Und trotzdem habe ich Ihnen gesagt, wir können uns ausrechnen E hoch Pi. Einfach deshalb, weil wir ausgerechnet haben, e hoch 3,1, e hoch 3,14, e hoch 3,141, e hoch 3,14159 und so weiter. Aber dass da e hoch Pi herauskommt, ist ja nicht gegeben, weil Pi ist der im Allgemeinen, das können wir glauben, Pi ist keine Dezimalzahl. Pi hört nicht auf mit der Dezimalzahl. Und trotzdem kann ich e hoch Pi berechnen, weil e hoch stetig ist. Also die Stetigkeit erlaubt mir, dass ich Näherungen einsetzen kann und sagen kann, das was rauskommt, ist dann wohl eine Näherung an dem, was ich haben möchte. Und das ist für alle, die Mathematik brauchen, wichtig. Denn einsetzen in die Maschinen, die man Funktionen nennt, das heißt, das ist der Input, einsetzen tun sie immer nur Messwerte, Näherungswerte. Beim ganzen Klimawandel setzt man Messwerte ein. Die Frage ist, ob das Wetter stetig ist. Das weiß kein Mensch. Ja? Sie bei den Experimenten hoffen immer, bei all dem, was Sie machen, dass all das, was Sie da haben, stetig verläuft. Sonst könnten Sie gar keine Messer reinmachen. Ja? Also stetig ist in der Hinsicht unglaublich wichtig, dass man auch die Näherungen einsetzen kann und man kommt auf den auf eine Näherung. Besten haben. Also wenn jemand zum Beispiel sagen möchte, ich möchte ausrechnen die Wurzel aus Pi, sage ich ihm, ja Wurzel aus Pi, ganz genau kann kein Mensch das ausrechnen. Wie genau möchtest du es haben, nicht? Dann sagt er dann Epsilon. Dann sage ich ihm, naja, dann muss ich Pi so genau angeben, als Dezimalzahl. Von der Dezimalzahl kann ich mit babylonischen Wurzeln ziehen oder was auch immer die Wurzel ausrechnen und dann habe ich Wurzel aus
genau, sag ich, das geht. Ja? Und das ist das Wesen des Hauptsatzes. So, der Beweis ist dann nicht. Beweis. Ich zeige Ihnen einfach, wie man F von Alpha berechnet. F von Alpha zu der Zeit. F von Alpha soll auf Epsilon genau berechnet werden. Auf Epsilon genau. Das heißt also, ich sage, ich kann das F von Alpha ausrechnen, deine Grenze ausrechnen. Da sagt man dann, bitte rechne ihn aus. Sage ich ihm darauf, weil ihr genau wisst, was es denn hat. Ja? Darauf sagt er mir Epsilon. Epsilon soll so hoch wie ich. Beliebig. Jawohl. Ich weiß, WW ist das Blatt von WWW. WWW heißt wir wissen. WWW heißt wir wissen wen. Ja, aber WW ist nur wir wissen. Also wir wissen, F ist stetig an der Stelle Alpha. Also, daher existiert zudem Epsilon größer 0, das genannt wurde, also was genannt ist, was existiert für dieses Epsilon nach der Definition ein Delta. Ein Delta größer 0, so dass A' ist von Alpha weniger als Delta entfernt und A2' ist von Alpha weniger als Delta entfernt, das dient hier bewirkt, dass f von a' von f von a2' weniger als epsilon. Gut, das ist bestätigt. Aber wir wissen noch etwas. Wir wissen, der Limes von n geht nach unendlich. Der AN, der ist Alpha. Die AN geht ja nach Alpha. Die AN geht nach Alpha. Was heißt, dass die AN nach Alpha geht? Die nähern sich Alpha beliebig an. Das heißt, bei einem bestimmten Index sind alle AN praktisch gleich Alpha. Was heißt praktisch gleich? Bis auf was unterschieden? Delta. Jetzt haben wir das. N, die größer oder gleich als das N0 sind, das AN vom Alpha weniger als das Delta entfernt. Ja?
Die einen kommen ja dem Alter beliebig nach. Es gibt auch dass das AN0, ja, das N0 ist ja auch so eins, auch das AN0 ist vom Alpha weniger als das Delta entfernt. Na klar, das gilt ja für alle N, die größer als N0 sind. Also wenn das so auch. Ja, ich habe aber das Delta so gemacht, dass es zum Epsilon passt. Jetzt durch beides Wissen zusammen. Jetzt weiß ich natürlich viel. Ja. Von wem stammt das? Zwar weiß ich viel, doch möchte ich alles wissen. Von Goethe. Goethe ist immer gut. Goethe ist ein guter Tipp. Woher? Faust. Faust. Faust ist ein super Tipp. Wer sagt es? Nicht Faust. Wagner, das ist dieser Assistent von Faust. Er zuselt ein bisschen. Faust weiß wirklich viel, Wagner glaubt viel zu wissen. Wagner kommt zu Faust, der Faust ganz verzweifelt, ich weiß nur wenig, aber ich versuche mich sozusagen der Hand zu halten. Und der Wagner, zwar weiß ich viel, doch möchte ich alles wissen, ein bisschen tut man da auch. Also das ist der Unterschied, ja? Und so müssen Sie die Wissenschaft einteilen. Es gibt Fäuste und es gibt Wagner. Ja? Die Wagner sind Spießer. Ja? Aber es gibt sie, ja. Nur die wissen, dass sie nicht alles wissen, sondern dass sie nur zwei Sachen wissen. Okay. Wir wissen zwei Sachen, nämlich die beiden. Dass das hier das bewirkt. Nun aber das da hier, was da steht, bewirkt jetzt das da hier. Daher ist F von AN0 und F von AN weniger als Epsilon entfernt. Weil diese Ungleichung, ich schaue da oben hin, bewirkt ja diese Ungleichung. Ich habe sie abgeschrieben, sehen Sie das? Ja? Und zwar stimmt das für alle n, die größer gleich als das N0 sind. Jetzt wissen wir, dass die Funktionswerte f von an, die können von dem f von a0 AN0 gar nicht mehr weiter wegkommen. Die sind in Epsilon gefangen. Ja? Also um das F von AN0 herum müssen sich jetzt alle weiteren Funktionswerte befinden. Ja? Also können wir bis auf Epsilon genau sagen, wir wissen auch, was das F von Alpha ist. Nämlich, was nehme ich als F von Alpha als Präsentation für meine Frage? Na, das F von AN0. Ja? Das F von AN0 beschreibt das F von Alpha bis auf Epsilon genau. Also, F von AN0 beschreibt bis auf Epsilon den Grenzwert F von Alpha. Das ist also der Grenzwert der F von AN, wenn das N nur genügend groß ist. Nur jetzt könnte jemand kommen und sagen, ja lieber Herr, jetzt haben Sie aber den Grenzwert bestimmt für diese eine Folge. Was ist, wenn ich mit einer anderen Folge daherkomme? Also denken Sie zum Beispiel nur geistig an die Heaviside-Funktion. Einschalten. Stellen Sie sich vor, ich betrachte eine Folge von lauter positiven Argumentwerten, die immer mehr und mehr nach Null gehen. Da gehen die Funktionswerte der Heaviside-Funktion, die bleiben immer 1, weil wir lauter positive Argumentwerte haben. Ja? Die bleiben immer 1. Die Funktionswerte bleiben immer 1, die Argumentwerte gehen nach Null. Also gehen die Funktionswerte auch nach, wo einer kommt.
Und sagt, ich betrachte lauter negative Argumente, die nach Null gehen. Die werden immer größer und größer und gehen nach Null. Dann sind die Funktionswerte der Heaviside-Funktion was immer? Sind ja immer Null. Dann bleiben die Funktionswerte der Heaviside-Funktion ewig Null und der Grenzwert ist Null. Also da hängt es ab, welche der beiden, welche Funktion, welche der beiden Folgen man nimmt. Die eine oder die andere nehmen. Ja? Ja, das geht deshalb schief. Warum? Wenn die Heaviside-Funktion an der Stelle 0 was nicht ist, nicht stetig. Ja. Da ist der rechtsseitige, wie man sagt, vom linksseitigen Grenzwert verschieden. Die gibt es zwar, diese Grenzwerte, aber sie sind nicht gleich. Aber bei stetig kann nichts passieren. Warum kann denn nichts passieren? Na, ich stelle mir vor, ich habe meine Folge A1, A2 und weiter ein und habe ausgerechnet mit heißer Mühe das F von Alpha Epsilon genau. Jetzt kommt ein anderer mit einer Folge A1-1', A2', A3', A4' und so weiter. Und sagt, die geht auch gegen Alpha. Woher weißt du, dass jetzt da die Folge der Funktionswerte gegen dasselbe F von Alpha geht? Woher weißt du das? Sag ich ihm, das weiß ich deswegen. Ich nehme meine Folge und deine Folge und die tue ich jetzt mischen. Das erste geht von meiner Folge, dann das erste geht von deiner Folge, dann das zweite geht von meiner Folge, dann das zweite geht von deiner Folge, das dritte geht von meiner Folge, das vierte geht von deiner Folge und so weiter. Die tue ich mischen. Also ich betrachte die gemischte Folge. Sand und Zucker. Ja. Das ist ja das Schöne beim Mischen, es geht leicht. Eine Dose Sand, eine Dose Zucker, zusammenmischen geht einfach. Ja. Auseinandernehmen ist ein bisschen komplizierter, aber zusammenmischen geht leicht. Das ist das Prinzip der Verflüssigung. Einwickeln müssen. Ja. Mischen geht leicht, brennen geht schwer. Und, also ich mische sie, und wenn ich die mische, ist es auch eine Folge, die nach Alpha geht. Die gemischte geht auch nach Alpha. Also muss auch für die gemischte ein Grenzwert existieren. Und eine Teilfolge ist meine, das ist mein Grenzwert, eine andere Teilfolge ist deine, das ist dein Grenzwert, aber es besteht ja der Grenzwert auch von der gemischten, also muss es der gleiche sein. Ja? Also es hängt also nicht von der Folge ab. Wenn man die mischen würde mit der Heaviside-Funktion, positiv, negativ, dann würde die Funktionswerte immer 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 sein und das hat dann keinen Grenzwert. So ist ja alles stehen. Okay, das war der ganze Hauptsatz, ist nicht schwer. Also, Folgerung. Wenn f von a nach r stetig an allen Berührpunkten von a stetig an allen Berührungen, also überall steht es. Wenn A dicht liegt im Intervall J dann ist F in ganz J stetig. Also im Intervall ist es dann stetig. Im Intervall stetig, das heißt an jedem Punkt des Intervalls ist es stetig. Und man kann für alle x aus j den Funktionswert f von x berechnen. Das heißt,
F ist jetzt im Ganzen der Ball definiert. Also von einer Dichtmenge auf die ganze Menge hinaus. Ja? Also das haben wir nicht schon. Definition stetig an alter Bindungspunkten von A stetig. Ein weiterer Bemerkung. Ein deutscher Satz. Ja. Das ist nicht da. Das sind wir auch in Mathematik. Also, schau auf die linke Tafel. Das ist die Waffe. Von J nach R. Vertragen Sie sich euch 2-0. Ist stetig in J, also ist, genau dann, stetig in J, wenn man zu jedem Epsilon größer 0 ein Delta größer 0 so finden kann. Nein, Entschuldigung, das war jetzt schlecht. Und jede x aus dem Intervall j also jede epsilon größer 0 und jede x aus dem Intervall j ein Delta größer 0 so finden kann, dass für alle x' aus j die Ungleichung wenn x' von x weniger als Delta entfernt ist die Ungleichung dass f von x' und f von x weniger als epsilon entfernt ist, bewirkt. Also, jetzt ist das epsilon auf ganz j definiert. Und auf ganz J ist es an jeder Stelle von J stetig, wenn man für jede Stelle von J und für jedes Epsilon größer 0 ein Delta größer 0 so finden kann, das Epsilon wird mir genannt, ich suche wie verrückt ein Delta, und wenn ich das Delta gefunden habe, weiß ich, das Delta macht folgendes. Ist das x' von x weniger als Delta entfernt, dann ist das f von x' von f von x weniger als Epsilon. Das ist nämlich die klassische Definition der Stetigkeit, die Sie in der Schule oder bei irgendwelchen anderen Professoren oder sowas lernen. Ja. Wir haben sie nicht so getroffen, weil bei uns ist nicht gesagt, dass f von x gebildet werden kann. F von Alpha könnte es ja vielleicht mal nicht geben, von vornherein, weil Alpha liegt in A. Ja. Aber jetzt kann man das f von x bilden. Zunächst einmal ist es so, wenn f in dem obigen Sinne, die oben steht, also A ersetzen Sie durch J, dann stimmt das, was da steht. Ich schreibe einfach statt x Alpha, statt x' schreibe ich a' und statt x2' schreibe ich wieder x. Ich darf x schreiben, weil x ist ja ein j, ist ein Definitionsbereich. Ja. Also, x ist zugleich Alpha wie a2'. Ja? Wenn x'
von x, also a' von a weniger als delta entfernt. Das steht da. a' von alpha weniger als delta entfernt. Das a2' von alpha weniger delta entfernt ist, ist klar. Weil a2' ist das x und alpha ist das x. X ist von x in x entfernt. Das ist das Wesen von x. X ist von x in x entfernt. Ja. Also das untere fällt weg und das obere ist nichts anderes, dass x' von x weniger als delta entfernt ist und das bewirkt, dass f von x' weniger f von x keiner selbst ist. Also das ist klar. Und angenommen, dass da was da steht, stimmt. Angenommen, das Ofige also das nicht das Ofige sondern ab wenn man also ab diesem Point hier ab hier also das da hier ab diesem Punkt stimmt, dann zeigt, dass er selbst stetig ist. Nämlich in dem oben sind, von der Tafel links. Wir zeigen, also ZZ, ZZ heißt zu zeigen. Wie wir es ja wissen, ZZ zu zeigen. Ja? Zu zeigen, F ist stetig, im linken Sinn. Also nicht Maus, sondern die linke Tafel. Wow. Im Sinn der linken Tafel. Ja, warum? Epsilon größer 0 sei beliebig genannt. Es gibt ein Delta größer 0 so, dass x' ist von x weniger als Delta entfernt. Welche Ungleichung bewirkt? Die da unten, nicht? F von x' ist von f von x weniger als, ich schreibe nicht epsilon, ich schreibe was anderes, epsilon h beschreibt. Ja, epsilon h. So dass diese Ungleichung, die hier bewirkt, also das Delta will ich jetzt nicht für das Epsilon persönlich, sondern für seine Hälfte. Die Hälfte ist auch gut. Ja. Und für das halbe Epsilon will ich nur das Delta so, dass wenn das x' und x weniger als Delta entfernt ist, der Unterschied der Funktionswerte kleiner ist als jetzt Epsilon halbe. Naja, und x2' ist von x weniger als Delta entfernt, bewirkt genauso was, f von x2' ist von f von x weniger als epsilon halbe entfernt. Ja? Wenn ich das da beachte, was da steht, sehe ich, dass f von x' ist von f von x epsilon halbe entfernt, dass f von x2' ist von f von x epsilon halbe entfernt. Denken Sie immer an Marilyn Monroe. Ja?
das f von x Strich geht links, dann wäre ein anderes, sagen wir, das f von x Y Strich blöderweise gleich rechts, aber trotzdem, wenn die beiden höchstens selbst und halbe von mehreren Modern entfernt sind, dann sind sie einander in Fausthieb nehmen. Epsilon. Ja? Also, dann ist f von x Strich von f von x 2 Strich höchstens Epsilon entfernt. Und das ist die Definition linke Tafel O. Statt x habe ich A geschrieben und Alpha geschrieben und statt x Strich und x 3 Strich A und Platz 2 Strich. Ja? Also es ist kein Problem. Und so habe ich die verdammte Lineal mitgenommen. Ja, ich weiß, weil ich etwas zeichnen will. Ja? Wir zeichnen eine stetige Funktion f von j von x Strich nach r. Zylonachse x-Achse, hier ist x gleich 0, hier ist y gleich 0. Hier haben wir das Intervall j, offen sagen wir, da ist das Intervall j. Da habe ich ein x aus dem Intervall j. Da ist der Funktionswert y ist gleich f von x. Hier habe ich diesen Punkt. Das ist einer der vielen Punkte, die die Funktionskurve hat. Massen. Da habe ich schon. Und die Körbe steigt, die sind da fehlt. Gegenwart. Gut, okay. Was heißt stetig? Stetig heißt, ich warte, bis einer kommt und sagt was? Epsilon. Wer sagt mir Epsilon? Dieses Epsilon trage ich hier ein. Sie werden sagen, es ist aber ein riesiges Epsilon, das da ist. Dann wissen Sie, eins ist da ganz oben. Nicht so machen. Da sehen Sie, y ist gleich Epsilon. Also Epsilon ist diese Höhe. Ja? Und diese Höhe Epsilon, die nehme ich, die ich hier habe. Super, das ist gerade die gleiche Signalstrafe, das ist ein Zufall. Und zeichne ich vom Funktionswert da oben hin. Und da unten. Also hier sehen Sie, y ist gleich f von x plus epsilon. Und hier ist y gleich f von x minus epsilon. Und was suche ich? Delta suche. Und zwar Delta so,
dass alle Dunkelgrün. Hier haben wir das X Strich. Das sind hier der Funktionswert. Das ist jetzt mal lieb. Das sind wir gerade in der Stagnationsphase in der Wirtschaft. Ja? Da ist der Funktionswert. Da ist das Y gleich F von X Strich. Also das ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden, der ist ja wirklich klein. Der ist jedenfalls innerhalb von Epsilon. Blöd wäre es, wenn ich das X' da draußen habe. Da bin ich gerade in der Phase, wo ich verkaufen möchte. Und nicht kann. Ja, ja? Da geht es runter. Da bin ich nämlich raus, habe dieses Epsilon. Das heißt, ich bin das Delta so, dass die Funktionskurve nicht die rosa Linien durchbringt, sondern höchstens die Seite. Da hier links. Ah! Das hast du hier. Ah, ich hab nicht. Es geht sich aus, also nehmen wir es einfach. Wie viel ist denn das? Servus. Zack, hoffentlich geht sich aus. Na knapp. Das ist doch schon mal nötig. Und da hier rechts. Wir sehen x minus den Delta. Hier sehe ich x plus den Delta. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen hier ein Rechteck. Das Rechte hat als ein Rechte Höhe ist 2 Epsilon, Epsilon auf Epsilon runter, Breite ist 2 Delta, Mittelpunkt ist x und f von x. Und dieses Rechteck ist so gestaltet, dass die Funktionskurve nur links hineingehen darf und rechts rauskommen darf, aber nicht oben und unten durchstoßen darf. Ja? Das heißt, die Funktionskurve befindet sich innerhalb dieses Rechtecks. Innerhalb eines Rechtecks der Breite 2 Delta, der Höhe 2 Epsilon mit Mittelpunkt Funktionswert. Ja. Und damit habe ich die Funktionskurve gezeichnet. Ja, als Pixel. Das da hier ist ein Pixel. Ein bisschen größer als die Sache. Ich habe es hier hinten auch gezeichnet. Ja. In Wirklichkeit ist ja das Epsilon ein Milliardstel und das Delta ein Trilliardstel. Das Ganze ist fürchterlich klein, ist mir aber ganz wurscht. Im Prinzip schaut an der stetigen Funktion, die Funktionskurve so aus. Und es sollte so sein, dass ein Riesenschummel ist, dass diese Breite hier die gleiche ist. Immer Delta.
diese Höhe, die gleiche, immer x. Ja? Bei den monotonen Funktionen war es auch ein Rechteck, nur man hat hier mit drei Eckpunkten des Rechtecks den Funktionswert. Bei den stetigen Funktionen ist es ein Rechteck, da ist es ein Mittelpunkt, der Punkt auf der Funktionskurve. Ja? Das ist der Unterschied. Und dieses Bild tragen Sie bis zur Pensionierung bitte mit sich. Dann haben Sie Stetigkeit begriffen. Perfekt, die Tafel ist voll, die Zelle ist tot, sehen uns morgen wieder.